Wir machen jetzt Aufschlag von beiden Seiten. Ich mache aber den Wand hoch, runter, sodass sie wirklich flach unter durch müssen. Und wenn du keine Wand hast in der Halle, dann in einem von den Wagen haben wir auch Elastik. Und der machst du dann am Pfost, am Antenne und dann. Habe ich schon mit Felix aufgenommen, ist da. Und ich habe dem Glück, ich kann den Trennwand runter machen. Ja. So ist noch ein bisschen beeindruckender, auch für den Mädels, auch als Target. Mädels, Bälle verteilen über zwei Seiten. 5 Minuten A-Aufschlag, 5 Minuten B-Aufschlag. Achtung, Fehlerquote. Wenn ich den langen Aufschlag als B-Aufschlag mache, geht jeder Ball da ins Netz. Nach dem A-Aufschlag mache ich den Trennwand hoch. Ja? Ich wollte bloß. So, nee, alles gut. Nach dem A-Aufschlag mache ich den Trennwand hoch. A-Aufschlag muss zwischendurch. B-Aufschlag, Trennwand geht hoch. A-Aufschlag ist die Aufschlag, die die Mädels so spielen können, dass sie die im Spiel voll einsetzen. Das ist unterschiedlich. Für einige ist das Sprung-Float, für andere ist das Float aus dem Stand. Und den B-Aufschlag ist den Aufschlag, woran die jetzt arbeiten, um die noch nicht im Spiel einsetzen, aber woran die arbeiten, um nachher vielleicht ein zweiter oder ein noch besseres Waffe zu haben, um den Gegner anzugreifen. Gut. Den anderen Bälle gehen erst noch zu viel hoch und kommen dann. Dieser letzte Ball geht nur gerade und fällt runter. Diese letzte Ball treffst du höher als die alle Bälle davor. Und klein bisschen mehr hinten den Ball bleiben. Das klein bisschen unterdurch. Sani, bleibe in dem Ball. Bleibe in dem Ball. Letzte Minute A-Aufschlag, Mädels. Letzte Minute. Minimal 3 gute A-Aufschläge nacheinander. Um mit abzuschließen. Okay, Mädels, Bälle sammeln. Ja, Bälle wieder verteilen über zwei Seiten. B-Aufschlag. Let's go. So, die nächsten 5 Minuten würde ziemlich viel Fehler sein, weil die ihr zweiter Aufschlag oder die Aufschlag, die noch nicht im Spiel machen, aber jetzt üben für als Zusatz, würden die jetzt trainieren. So, Alexa macht normalerweise Float-Aufschlag im Stand, macht jetzt Sprung-Float. Einige Mädels machen jetzt Sprung, kompletter Sprung-Aufschlag. Einige Mädels, die normalerweise Float im Stand machen, machen jetzt entweder Sprungfloat oder langer Float. So, die Fehlerquote wird die nächsten 5 Minuten hoch sein, aber wir müssen es einfach üben und auch die Zeit geben, um es zu machen. Weil wenn sie sich nicht daran gewöhnen, dann würden sie es niemals machen. Aus der Comfortzone raus.